Die internationale Automobilausstellung präsentierte sich 2021 gleich mehrfach in neuem Gewand. Durch die Übersiedlung von Frankfurt nach München, die Verteilung auf gleich mehrere Standorte, auch unter freiem Himmel in der Stadt, und durch den Zusatz Mobility, der wohl eine positive Grundhaltung gegenüber den sich rasant ändernden Anforderungen an die Hersteller vermitteln sollte. 13 Marken bzw. Hersteller waren vertreten, wohin man blickte, sanfte urbane Mobilität. So war ein beachtlicher Teil Elektrofahrrädern und Lastenrädern gewidmet. BMW ließ sich nicht nur unter die Haube, sondern in den Akku blicken. Und auch der Stern steht quer durch die Produktpalette unter Strom. VW präsentierte mit der Studie ID Life ihre zukünftige Einstiegsklasse in die Welt der Elektromobilität. Ist natürlich voll elektrisch, ist digital, ist vernetzt, ist klimafreundlich und auch erschwinglich. In der Produktpalette deutlich weiter oben angesiedelt der ID.5 GTX mit Allrad, 299 PS und einer versprochenen Reichweite von knapp 500 Kilometern, wenn man auf den großen 77 kW Akku setzt. Auch der von Bulli-Fans mit Spannung erwartete T7 dürfte bei der IAA sein völlig neues Gesicht zeigen, zu haben auch als Plug-in-Hybrid. Der jüngste Zuwachs der VW-Familie, die Marke Cupra, vertreten mit dem ersten vollelektrischen Modell Born, das quasi frisch vom Band präsentiert wurde. Das Fahrzeug hat hier das neue Frontdesign, das symbolisiert auch die neue Designrichtung, die wir bei Cupra einführen wollen, mit dem Emblem hier vorne auf der Fronthaube, mit den Kupferapplikationen. Das Fahrzeug wird kommen mit bis zu 170 Kilowatt Leistung, Heckantrieb, mit progressiver Lenkung, Sportfahrwerk, Dynamic Chassis Control, DCC und ESC Sport. Also ein sehr dynamisches Fahrzeug für den Kunden, der gerne in der Stadt ein bisschen Go-Kart-Feeling erleben will. Und das Fahrzeug hat auch eine vernünftige Reichweite mit der großen Batterie, bis zu 540 Kilometer. Und Sie können 100 Kilometer in 7 Minuten laden. Auch das Konzept Cupra Urban Rebel soll seinem Namen entsprechend Sportlichkeit und Dynamik bieten. Der städtische Rebell soll bis 2025 zur Marktreife geführt werden. The Cupra Urban Rebel Concept, a car that pushes the limits of urban driving, combining electromobility, sustainability and of course performance. Weiter geht's mit der Schwester Skoda. Neben dem Fabia und dem Kodiaq bringen die Tschechen mit dem Enyaq Coupé iV konzerninterne Konkurrenz für den ID.5 an den Start. Das Skoda Enyaq Coupé ist eine Erweiterung des normalen Enyaqs und so weiter. Und es zeichnet sich besonders daraus aus, dass das Auto noch mal extrem viel dynamischer geworden ist durch das abfallende Dach, durch den hohen Spoiler. Wir haben einen extrem guten CW-Wert, auch bei diesem Auto erreicht, besser noch als bei dem normalen Enyaq. Wir haben ein sehr gutes Kofferraumvolumen, das Auto ist viel emotionaler geworden, dynamischer geworden und rundet, sag ich mal, das Enyaq-Angebot auch in dieser Art und Weise emotional ab. Wie die Herren der Ringe die Automobile-Welt des Jahres 2025 sehen, zeigen sie mit dem Audi Grand Sphere Konzept. Neben Wohnung und Büro soll das Auto zum dritten Lebensraum werden, so das Ziel der Entwickler. Für die Gegenwart zeigt Audi den Q4 e-tron Sportback. Porsche feierte im Rahmen der IAA eine Weltpremiere inklusive eines Bekenntnisses zum Rennsport. Ein Kraftpaket, bei dem zwei auf Vorder- und Hinterachse aufgeteilte E-Motoren 1100 PS vorrätig halten. Nicht für die Straße, sondern ausschließlich für die Rennstrecke gedacht. Dort soll das Geschoss innerhalb der nächsten 5 Jahre seine ersten Auftritte haben. Für alle, die mit ihrem Edel-SUV auch mal gerne tatsächlich ins Gelände wollen oder müssen, haben die Stuttgarter den Taycan Cross Turismo im aktuellen Angebot. Bei Kia befindet sich der neue Sportage im Landeanflug. Erwartet wird er noch Ende 2021, die 5. Generation des Kompakt-SUVs.
Wir starten mit Benzinern und Diesel, die allesamt elektrifiziert sind. Sei es nun als 48 Volt basierter Mild Hybrid, aber auch als Vollhybrid. Und im Frühling kommt dann sozusagen als Krönung oder als grüne Speerspitze der Plug-in-Hybrid mit 265 PS Systemleistung und gut 55 Kilometern elektrischer Reichweite. Das Fahrzeug, das hinter mir gerade in den frischen Stand reingeführt wird, ist schon ein Plug-in-Hybrid. Allerdings zu kaufen wird es den erst im Frühling des nächsten Jahres geben. Aber trotzdem, alle Sportage, die auf den Markt kommen, sind nach allen Regeln der Kunst umweltgerecht und topmodern. Klimaneutralität bis 2045 hat sich Hyundai zum Ziel gesetzt, gestützt auf drei Säulen, wie im Rahmen der IAA erklärt wurde. Saubere Mobilität, neue Mobilitätsplattformen und grüne Energie. Saubere Mobilität heißt natürlich, dass man bis 2035 in Europa kein Verbrennungsfahrzeug mehr verkauft wird, sondern nur mehr rein elektrische Fahrzeuge oder wasserstoffangetriebene Fahrzeuge. Der neueste Vertreter steht hier im Hintergrund, das ist der Prophecy 6, das wird der neue IONIQ 6 werden. Und es wird bis 2025 wird ein SUV in Wasserstoff, mit Wasserstoffantrieb lanciert werden und noch ein zweites Elektroauto. Als Beispiel für neue Mobilitätsplattformen hat Hyundai das IONIQ Robot Taxi in der Pipeline. Eine gemeinschaftliche Entwicklung mit einem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen in den USA, wo es auch ab 2023 zum Einsatz kommen soll. Und die dritte Säule ist die grüne Energie. Hier wird grüner Wasserstoff hergestellt. Hier gibt es auch Joint Ventures weltweit und global zwischen Hyundai und Wasserstoffherstellenden Firmen. Und die Konklusion soll sein, dass 2022 das erste Werk, das nämlich in Europa, in Nosovice, komplett klimaneutral aufgestellt sein wird. Mobility 2021, eine Messe mit vielen Visionen, dafür weniger Emotionen, als in einer Zeit, als Motoren noch dröhnen und röhren durften. Vielleicht ist das aber auch das Wesen unserer zukünftigen Mobilität, nicht nur emissionslos, sondern auch emotionslos von A nach B zu kommen. Das muss nicht schlecht sein, wenn es denn für alle funktioniert.